Liebe Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen im Breitschopf Küchenzentrum. Wir sind heute in einer ganz neuen Ausstellungsküche, in einer von unseren 22 Ausstellungskojen. Und es freut mich ganz besonders, dass die Elfriede heute wieder bei uns zu Gast ist. Danke. Elfriede, was hast du denn für heute ausgedacht? Ich werde heute passend für die Osterzeit eine ganz köstliche Schokolade-Ostertorte machen. Schokolade-Ostertorte? Ich habe ein bisschen was vorbereitet und ich werde da bestimmt ein Stickerl zur Kämmer lassen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ein Stickerl für mich überbleibt. Natürlich, kriegst du bestimmt. Dann wünsche ich viel Erfolg und gutes Gelingen beim Backen. Dankeschön, danke. Ja, wie Sie gesehen haben, habe ich natürlich schon was vorbereitet, damit das auch gut ausgekühlt. Mein Kuchenboden, das ist ein Rührteig. Ich habe da 6 Eier getrennt, habe einen Schnee geschlagen und dann kommen 330 Gramm Butter und 330 Gramm Staubzucker schön schaumig geschlagen und dann die Dotter nachher noch eine und dann ein Packerl Vanillezucker und dann habe ich 400 Gramm Mehl und ein Packerl Backpulver genommen und habe das dann eben vermischt und eben 3 gute Esslöffel Kakao, Backkakao, mit einem 8 Liter heißem Wasser anrühren und das mischt man dann alles zusammen und das habe ich dann in meinen Tortenring eingestrichen und ca. bei 180 Grad ca. 50 Minuten gebacken. Das ist jetzt schon gut ausgekühlt und ich habe gedacht, das brauche ich Ihnen nicht mehr zeigen, weil das schaffen sie alleine auch schon. Für meine Creme habe ich mir auch schon was gestern vorbereitet, weil das muss über Nacht stehen und die hole ich mir jetzt aus dem Kühlschrank raus. In dieser Küche gibt es eine integrierte Speise, wo der Kühlschrank drinnen ist. Das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn man alles gut verstauen kann. Ich habe da einen Liter Schlagobers und 300 Gramm zartbitter Schokolade langsam geschmolzen und erwärmt. Und dann muss man das mindestens 3 bis 4 Stunden im Kühlschrank stellen oder über die Nacht, das ist nur besser. Und das schlage ich jetzt einmal auf für meine Creme. Ich habe die Torte in diesem Tortenring gebacken und gut auskühlen lassen und jetzt schneide ich es durch. Jetzt ist es natürlich kalt und mit einem langen Messer kann ich es jetzt zweimal durchschneiden. Probiert es einmal aus, dass eine Torte auf irgendein rundes Drehteller stellen zum Durchschneiden, dann tut man sie nämlich wesentlich leichter. Vielleicht haben Sie irgendeine Jausenbrille daheim, das was sie rund dreht. Ja, und wenn jetzt das einmal passiert bei einem Tortenboden, dass er oben vielleicht nicht ganz so eben ist, dann kann man das natürlich nach unten geben und den unteren nach oben und dann hat man immer einen schönen Rand oben, also es ist schön glatt. Und ich tue mir natürlich den Ring wieder um, der ist wieder abwaschen und sauber, weil dann tut man sie auch wesentlich leichter zum Befüllen. Und dann brauche ich nochmal die Creme einergeben. Teile mir das jetzt auf 3 Teile ungefähr. Man könnte die Tortenböden auch mit ein bisschen Cognac oder ein bisschen Weinbraun da ein bisschen trinken. Ich mache es nicht. Es könnte ja sein, dass Kinder mal mitessen. Dann muss man das nicht machen. Dann kommt der zweite Boden drauf. Und es ist ja schön, wenn wir jetzt dann die Feiertage wieder haben. Und wir haben eine selbstgebackene Torte. Da haben alle eine Freude. So, den letzten Boden. Den werde ich jetzt umdrehen. Und der ist dann schick eben und glatt. Und oben streiche ich es auch mit Creme ein. Ein bisschen was sparen wir zurück. Für den Rand und für die Deko. Eigentlich nicht so schwierig, so eine Torte. Und es ist gerade für Feiertage oder Festtage, da mag ich das schon ganz gern, wenn es auch Torten gibt. Und dann ist wichtig, dass diese Torte schon ein paar Stunden kalt steht, bevor man es weiter verarbeitet oder beziehungsweise wenn man es auch dann genießt, ist immer wichtig, dass ein Kuchen, der mit Creme gefüllt ist, dass der Zeit hat zum Durchziehen, damit sie die Kuchenböden schön anziehen von der Creme und dass das einfach ein gutes Geschmackserlebnis ist. Unser Rezept für die perfekte Küche ist kein Geheimnis, sondern der direkte Weg. Von der Planung, Produktion, Montage bis hin zum Service bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand. Entdecken Sie das Breitschopf Küchenzentrum mit all Ihren Sinnen. Breitschopf, der direkte Weg zu Ihrer Küche. Maxi Fleisch, das heißt
Top-Qualität für alle Fleischtiger. Wenn es ums Fleisch geht, ist nur beste Qualität aus Österreich gut genug. So kommen Fleischliebhaber garantiert auf ihre Kosten. Bestes Fleisch aus Österreich heißt Maxi-Fleisch. Exklusiv in ihrem Maxi-Markt. Maxi-Markt ist echt stark. Trachtenwichtelstube. Modefrühling in der Trachtenwichtelstube. Die neuesten Trends auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Hier wird die ganze Familie von Kopf bis Fuß eingekleidet, vom Dirndl bis zum Hochzeitsoutfit. Trachtenmode liegt immer im Trend. Die Trachtenwichtelstube in Ed bei Lambach. Heimkommen ist Mamis Wiener Schnitzel und die Schottnerbombe, Österreichs Bombengeschmack, seit Kindertagen. Look at all these people and the singest faces. Every morning they shine, every morning they shine. From the golden wheat to bread on the table, it's precious and fine for living. Ja, meine Torte ist gut durchgekühlt. Ich habe es auch noch eingeteilt mit einem Tortenteiler in 14 Stücke. Und jetzt ziehe ich den Ring runter. Streicht dann ein bisschen eine Creme her. Und da braucht man es eigentlich nur mehr österlich verzieren. Ich habe mir dann ein bisschen eine Creme eingefüllt in so einen Spritzbeutel und mache noch so kleine Osternesterl, habe ich mir gedacht heute. Dann habe ich mir da so ein bisschen essbares Ostergras, das gibt es auch zum Kaufen. Das habe ich mir so ein bisschen klein hergeschnitten. Das sind so wie Oblotten mit Lebensmittelfarbe eingefärbt. Das kann man gut mit einer Schere schneiden. Und für mich gehören dann unbedingt Ostereier drauf. Bunte Ostereier. Die finden wir jetzt auch überall in der Süßwarenabteilung. Ich habe es mir vom Maxi-Markt geholt. Und jetzt versuche ich, dass ich nicht recht zittert. Und legt da Eier einer. So. Jetzt habe ich noch ein bisschen Creme. Ich hoffe, dass das noch funktioniert. Kann man noch ein paar so Tupfen drauf machen. Muss man nicht, aber das schaut ganz nett aus. So. Ja, ich denke, dass es wieder ganz nett ausschaut. Jetzt brauchen wir es eigentlich nur mehr anschneiden. Und müssen wir schauen, was wir heute für ein gutes Treppfall dazu haben. Hallo Hans. Servus, grüß dich. Du hast es schon gemütlich gemacht da in unserem Platzl. Ja, wunderbar. Bei dem Platzl ist herrlich. Ja. Schönen Gruß an Sie zu Hause. Heute haben wir was für die Schleckermärchen und vor allen Dingen, wir sitzen da ganz gemütlich bei Tisch. Ja, genau. Und machen das heute mal ein bisschen anders. Ne? Genau. Plauderstündchen machen wir heute. Aber jetzt schauen wir noch, wie die Torte ausschaut innen. Jetzt schneide ich ein Stück noch außer. Ja, was haben wir denn jetzt kurz dazu? Ja, du hast ja schon gesagt, irgendein Tröpfel brauchen wir da heute wieder dazu. Und heute machen wir einen Ausflug in den Süden Europas, nach Portugal. Ah. Ich liebe diese Gegend. Ich war schon mal dort. Du warst auch schon dort. Porto, die Stadt, diese wunderschöne Hafenstadt mit dieser Eisenbahnbrücke, mit der Eisenbrücke und hat eine extreme Atmosphäre. Mhm. Und das Witzige am Portwein ist ja, oder das Interessante am Portwein ist ja, der Wein wird ja faktisch am Flussoberlauf. 120 Kilometer flussaufwärts, bist du da gefahren? Ja, mit dem Bus. Mit dem Bus. Mhm. Ich bin einmal mit dem Bus und einmal mit dem Schiff gefahren. Oh. Ja, und faktisch die Trauben, der Wein wird gekeltert am oben 120 Kilometer in der Nähe von Pinhão. Und dann wird der Wein dort produziert, das heißt, die Trauben werden noch in so Steingefäßen getreten. Das habe ich gesehen. Hast du gesehen, ja?
Okay? Wirklich. Genau, der Traumsaft kommt dann und schon in. Da sagen sie so ein Sprüchel dazu und dann treten die barfuß in diese Traum drin. Also schon. Du singen dann so zu mir, genau. Und dann tust du den Wein in die Fässer zum Vergären und irgendwann in der Gärphase wird die Gärung gestoppt durch die Beigabe von Weinbrand. Mhm. Ach so. Haltbar machen. Ja, das wäre eine eigene Geschichte. Das haben die Engländer damals erfunden, weil die englischen Handelshäuser diesen Portwein entdeckt haben. Darum haben wir das viele englische Namen, Taylors. Aha, ja. Okay. Oder da steht drauf Late Bottled Vintage. Das heißt, in dem Fall, der Wein ist 4 Jahre mindestens im Holzfass gelagert und nach 4 Jahren wird erst auf die Flasche abgefüllt. Mhm. Du brauchst nicht dekantieren, gar nichts. Das ist schon alles im Fassel drin, diese Trübstoffe. Und das ist ein überreifes Traubmaterial. Und big süß sage ich nicht, weil das hängt immer davon ab, wie ist die Säure und Holz und so weiter. Aber jetzt machst du nicht so spannend. Jetzt. Ja, ist mehr. Ich schenke da mal was ein. Nicht viel, 16 genügt meistens. Okay. Genügt leicht. Es ist so dunkel immer, gell? Genau, das ist die vom Holzfass, lange gereift, lange auf der Maische gelegen, vom Holzfass die ganze Farbe noch. Und das ist genau durch die lange Holzlagerung. Wenn du das einrührst, ist da so ein Schokohauch dabei, gell? So ein Reif, so eine Bitterschokolade hat er drin, ja, eben, darum habe ich das ausgesucht. Und natürlich ist er kräftig, das ist klar, darum braucht man nicht viel. Leicht gekühlt unbedingt genießen. Und neben dieser schokoladigen Geschichte, so eine reife Pflaume kommt durch. Genau. Man merkt aber schon, dass da ein da Power ist was dahinter drin, steckt. Gell? So, das ist, also das mehr. Ist schon. Ja, genau. Nehmen wir einen Schluck. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Also, er hat eine Süße. Ja, der Süße. Aber angenehm. Ist nicht pickig. Das ist gut zu uns. Ja, und wie gesagt, gleich gekühlt trinken und zu so einer Schokoladengeschichte dazu, wenn man schon genug Kaffee getrunken hat, dann ja. Und. Noch was. Ich habe diese Woche wieder ein Weinpaket für Sie zusammengestellt zu Hause. Schicken Sie wieder eine Mail, ganz einfach an maxi.weinkeller@maximag.at und dann sind Sie vielleicht nächste Woche bei dem Insert schon dabei als Sieger, das Sie dann gleich sehen werden. Ich wünsche Ihnen recht viel Glück beim Gewinnen und wenn Sie Rezept haben wollen, dann schauen Sie auf unsere Homepage tv1.at. Gutes Gelingen beim Nachmachen, eine schöne Zeit. Genau, genießen. Genau. Dürfen wir auch und wir sehen uns wieder. Alles Liebe. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.